Ja, schönen guten Morgen, liebe Camping- und Wohnmobilfreunde. Hier ist wieder der Frank und die Barbara von Up and Down Vanlife. Die Barbe ist da in unserem Womo. So, wir haben Tag 1, Montag, den 24.07. nach unserem Treffen, was mega gelaufen ist. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle an alle Teilnehmer, an alle, die zugeschaut haben, Kommentare geschrieben haben und so weiter und so fort. Einfach mega und so ein Event ist fast eigentlich gar nicht mehr zu toppen. So viel zu dem Thema. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, sondern wir haben uns jetzt noch einen Tag Erholung gegönnt, beziehungsweise zwei Übernachtungen, bevor wir wieder nach Hause fahren. Weil da für uns natürlich auch anstrengend und ganz schön viel Trubel. Und ja, eine Anspannung ist auch da, dass alles klappt und funktioniert. Und ich selber habe da auch unterschätzt, wie anstrengend doch so ein Wochenende ist, wenn du da so mehr oder weniger da im Mittelpunkt stehst und dich um alles kümmerst. Und zum Glück hatten wir ja eine tolle Unterstützung. Und von daher hat alles super geklappt. Und wir sind jetzt hier nochmal 60 Kilometer von Neuastenberg bzw. da bei Winterberg losgefahren. Wir sind jetzt hier am Twistesee. Könnt ihr im Hintergrund schon sehen. Ich weiß gar nicht, welches Ende das jetzt hier vom Twistesee ist. Auf jeden Fall da, wo dieses Café ist. Und hier ist ja der Wohnmobilhafen, heißt der. Blende ich euch wieder ein, wo wir hier stehen. Da steht übrigens ein riesen Liner da hinten, seht ihr gerade. So, und den Platz hier, den möchten wir euch gerne noch mal vorstellen. Ich nehme euch einmal mit. Ja, und dann guck mal, was es hier alles so gibt, wenn man mal hier ist. Wir stehen jetzt hier ganz hinten auf dem Ende des Platzes, zeige ich noch mal. Da ist Ende. Und wenn man jetzt mal hier schaut, da an dem Durchfahrtsschild, hier ist nur für Wohnmobile bis 7 Meter Länge. Und größere, die können also hinter dieser Durchfahrt stehen. So, ich lasse die Kamera für einen Moment laufen, damit ihr wisst, wie es hier so aussieht. Also wunderschön. Das ist natürlich ein richtiger Oschi hier. Da habe ich aber noch keinen gesehen, seitdem wir gestern hier angekommen sind. Ob der hier nur abgestellt ist oder so. Da, ihr könnt auch da oben in die obere Ebene fahren, da sind auch noch Plätze. Ja, hier ist reserviert, sehe ich gerade. Für den Sonntag ist er doch relativ voll. Schönen guten Morgen. Relativ voll. Und hier stehen auch jede Menge Wohnwagen. Und jetzt weiß ich nicht gleich, ob sie draußen sitzen. Jetzt sind wir hier hingefahren und ist doch tatsächlich ein Teilnehmer. Morgen. Ein Teilnehmer von unserem Treffen, der ist tatsächlich auch hier, und zwar der Leon und die Lia Norman aus den Niederlanden. Die stehen da vorne. Ich guck mal, ob die jetzt da sitzen. Ja, schöner Überblick über den Platz. Da hinten ist gleich Ende. Und hier gibt es übrigens, ich guck mal, ob der Wagen gleich da ist, ein Toilettentaxi, weil der Weg von da hinten zur Entsorgung, doch, da gibt es ein paar Meter zu laufen. Morgen. Wird spannend. Bitte? Ich dachte, das wird hier gerade spannend. Ah, für YouTube. Ich filme gerade. Sind Sie der Schweizer mit dem Concorde? Nee. Nee, weil da gibt es nämlich auch einen, der. Der filmt auch. Der filmt auch. Das ist der Womo-Click. Genau. Den kennen wir natürlich auch. Den haben wir auch schon auf dem Platz gesehen. Aber wir sind Up and Down Vanlife aus Oberhausen. Wir hatten gerade unser YouTuber-Treffen in Winterberg bei Neuastenberg. Ja, ja. Meine Frau und ich sind jetzt hier, weil wir gingen von Donnerstag bis Sonntag. Es war ganz schön anstrengend, da waren 55 Fahrzeuge und jetzt sind wir hier nochmal zwei Tage zum Erholen, alleine. Okay. Aber da haben wir schon einen hier, der Niederländer, der war auch bei unserem Treffen. Ah ja. Der ist durch Zufall aber den hier wieder getroffen und jetzt zeige ich den ganzen Zuschauern nochmal den Platz, wo wir jetzt hier gerade sind. Jetzt mache ich meinen Rundgang. Ne? Der ist super, also wunderbar. Hier ist zwar nicht viel drumherum so, ne? Aber alles da. Wir waren gestern da in der kleinen Stadt. Da drüben ist übrigens das kleine Städtchen, da waren wir bei dem Spanier, waren wir essen. Beim Arolsen. Oder hier direkt in diesem Ort? Direkt hier in dem Ort, bei dem Spanier. Ah ja. Da kann man wunderbar auf der Terrasse, da konnte ich von drüben, von der Terrasse, konnte ich hier rüber gucken, unser Auto sehen. Wunderbar. Ein super Platz. Viel okay. Spaß noch. Also schöne Zeit. Danke. Da sind auch welche am Frühstücken. Da. Bin schon am Winken. Da ist er. Guten Morgen. Hallo, Leon, grüß dich. Hi. Hi. Nee, ich will nur Hand geben. Oh.
Wenn er unsere Videos guckt hat, dann habt ihr den Leon da gesehen und wir sind hier gestern lange gelaufen. Ich hoffe, ich sehe nicht richtig. Ne? Wir wollten uns ein bisschen erholen und dann. Hallo Lia, grüß dich. Und die beiden sind nach unserem Treffen auch nochmal hier hingefahren. Ich stelle dir mal eine kleine Platzvorstellung hier. Ja, genau. Gestern Video noch geguckt? Ja, ich sehe es schön. Du bist so schnell. Dein Kopf ist nicht drauf. Aber beim Teil, wo die Umbauten kommen, da ist alles drauf. Ich hab den Weitwinkelaufsatz, das Teil da, ja, war nicht drauf. Ja. Und wenn das nicht drauf ist, ist der Weitwinkel, ja, dann kann man die. Kein Problem. Zu nah dran gewesen. Kein Problem. Und wunderbar hier, oder? Ja, sehr schön. Ne? Zum Erholen. Wir waren gestern drüben da bei dem Spanier essen. Ja. Auf Außenterrasse, konnte ja draußen sitzen, weil super Wetter. Ja, ja. Und da konnten wir sogar von da drüben unser Auto sehen. Ne? Und so, jetzt mache ich hier eine kleine, ja, Platzvorstellung. Ja. Und ja, wie lange bleibt ihr noch? Wir fahren ab heute. Heute? Ja, wir, ja, fahren morgen erst. Okay. Einen Tag, wir bleiben bis morgen und dann haben wir ab. Wir wollen eine Runde um den See gehen gleich. Ja, wir haben gestern eine schöne Radrundfahrt gemacht. Ja. Sehr schön. Nach Bad Arolsen. Ja. Sehr schöne Stadt. Nee, das machen wir nicht. Wir laufen einmal um den See und das, ja, war's. Ja, genau. Ja, dann, okay, kommt gut nach Hause. Danke. Schön, dass ihr da wart. Und irgendwann sieht man sich bestimmt mal wieder. Ja, spätestens, genau, beim nächsten, okay, Treffen, irgendwann. Okay, ne? Danke. Macht's gut, kommt gut nach Hause. Okay. Tschüss. 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 Ja, guck, so kann's gehen, ne? Morgen. Und ihr seht ja auch, ja, übrigens kann man einmal zeigen, da sind auch bei uns am Platz überall diese Stromsäulen, die müssen natürlich dann gemünzt werden. Da ist der Leuchtturm. So, jetzt sind wir hier am Anfang. Hier vorne ist gleich die Einfahrt. Hunde gibt. Oh Mann, was ist denn da los? Ja, die hat ein paar Hunde bei, würde ich mal sagen. Ne? Da wäre ich aber raus, so viele. So, und hier ist jetzt, wenn man. Also hier kommt man rein, da muss man da diese Kordel an die Seite machen. Und dann seht ihr hier Reisemobilhafen am Twistesee. Nochmal kurz die Info dazu. So, und hier, haben wir gerade schon mal gezeigt, steht das Toilettentaxi. Den Wagen kann man sich da mitnehmen, seine Toilette reinpacken. So, und hier Brötchenservice. So, wie bestelle ich? Also hier muss man den Zettel ausfüllen, der kommt dann da unten rein. Und die Brötchen haben die heute Morgen um 7:30 zu uns am Fahrzeug gebracht. Hallo, moin. Ja. Die gucken mich alle mal so an, wenn ich mit der Kamera hier rumlaufe. So, da drüben ist auch noch ein Platz. Jetzt weiß ich aber, da bin ich ganz ehrlich jetzt auch überfragt, da wussten wir, ob die jetzt alle zusammengehören oder ob das wieder was anderes ist. Also auf jeden Fall ist hier, hier ist nochmal so eine Informationstafel. Und nochmal kurz ganz mit dem Lageplan, das kann man hier, glaube ich hoffe, die Sonne blendet jetzt hier ein bisschen. Der rote Punkt da oben sind wir jetzt gerade, ne? Und da kann man da eine schöne Rundtour machen und kann dann hinterher über die Brücke. Also hier so, oh mein Gott, wieder so zurück. Ja, die ganzen Restaurants, alles was hier so in der Nähe ist, kann man hier sehen. So, dann geht man hier rüber. Hier ist übrigens eine Würstchenbude, Bratwurstbude. Haben wir hier nur ein kleines Restaurant. Die hatten aber gestern auch, die machen nur bis 18 Uhr auf mit dem Wintergarten hier dran. Café, hier könnt ihr dann auch sitzen mit Strandkörbe. Wunderbar gemacht. Da seht ihr gerade übrigens den Toilettenwagen. Hallo, morgen. So sieht das aus. Ja, und dann haben wir hier Toilettenhäuschen. Da gehen wir gleich rein. Wir laufen erstmal noch ein Stück weiter, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ja, genau. Hier ist eine Feuer- und Entsorgungsstation. Da gucken wir uns das auch nochmal an. Ja, hier seht ihr ganz klar Grauwasserentsorgung. Hier Chemietoilette. Fliegensammelpunkt, da gehen wir erstmal nicht so nah dran. Und dann könnt ihr hier Frischwasser. Trinkwasser muss auch gemünzt werden, sehe ich gerade. Ja, und interessant ist auch, hier gibt es
Schaumstoffcenter Frank Stefan. Da könnt ihr Matratzen und Topper und so Gel auflagen. Und zwar, der ist hier in dem Wagen. Der war gestern am Nachmittag noch auf, die haben die jetzt zugemacht. Da sind die ganzen Muster drin von Sitzbezüge und Matratzen. Ja, hier ist Müllentsorgung. Getrennt, Gasflaschen kriegt er hier auch. Sogar Alugas, Aluflaschen. Weil wir haben ja auch Aluflaschen. Wenn ich eine Gasflasche tausche, möchte ich auch eine Aluflasche zurückhaben, ist klar. Ne? So, jetzt gehen wir mal in ein Toilettenhäuschen rein. Ich hoffe, dass da nicht allzu viel los ist. Da war eine Fliege. Weil da morgens um die Zeit ist natürlich mal ein bisschen Betrieb. Ne? So, ich sehe gerade hier für Frischwasser. Hier ist so ein ausziehbarer Schlauch direkt neben dem Sanitärgebäude, mein Gott. Muss auch gemünzt werden, da oben. Und da habt ihr direkt einen Schlauch. Aber da vorne gibt es auch nochmal Wasser, keine Ahnung. Aber gibt es hier beides. So, jetzt gucke ich mal, dass wir hier irgendwie reinkommen. Die versucht gerade in den Duschraum zu kommen, aber scheint zu sein. So, um da reinzukommen, müsst ihr hier den Code eingeben. Ich denke mal, der wird ständig geändert. Und jetzt gehen wir da mal rein. Ja, Toilettendarm, Duschraum 1, Duschraum 2, Duschraum 3. Duschraum 4. So, Toilette Herren. Jetzt mache ich erstmal aus und gucken, ob da keiner drin ist. Ja, haben wir Glück, ist gerade leer. Ihr habt da hier zwei Waschbecken. Pissoir. Ja, und dann halt Toilette, zwei Rollen und Desinfektionsspender. Ja, alles tippitoppi. So, ich bin jetzt noch einmal runtergegangen Richtung Wasser. Hier seht ihr nochmal die erste Reihe vom Wohnmobilhafen Twistesee. Dann habt ihr hier, sind wir jetzt direkt am kurz vorm Wasser. Café im See, die haben auch heute auf, da wollen wir heute mal hingehen, eine Waffel essen. Müsste mal auf Stopp machen hier. Bootsfahrer, Wassertrampolin, das ist natürlich genau mein Humor. Hier habt ihr nochmal den Lageplan von dem See. Hier oben rechts seht ihr, sind wir jetzt, dann wollen wir hier einmal hier rumlaufen. Hier, dann hier über die Brücke und ja, das soll die Wanderung werden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lang die ist. Ja, müssen wir mal gucken. So, jetzt gehen wir noch einmal hier. Also hier fängt im Prinzip der Promenadenweg an oder hört er auf, wie auch immer. Und da drüben, oh, jetzt ist extrem windig hier, sehe ich, fliegst du fast weg. Da seht ihr nochmal schönen Blick auf den Twistesee. Da hinten rechts, wo die ganzen Boote sind, da ist der Strand. Ja, und hier mit dem kleinen Steg, da ist dieses Café. Und dann sind wir gestern Abend lang gelaufen, wo, ne, den Mann da hinten, ob man den sieht, weiß ich nicht. Dann geht es da hinten rechts hoch in den Ort rein. Ganz nett, zwei, drei Restaurants. Ja, und jetzt gehen wir mal zurück zum Wohnwagen. Und das sollte jetzt eigentlich nur die Vorstellung von dem Platz sein, mehr machen wir jetzt hier nicht. Kurzvorstellung, bei uns geht es auch mal kurz. Die Barbie ist jetzt hier gar nicht in Erscheinung getreten, weil ich habe gedacht, komm, ich mache das jetzt mal eben. Ich glaube, alle wichtigen Informationen, Preise, weiß ich jetzt gar nicht, blende ich alle solche Sachen, blende ich alle wieder ein. Ich weiß natürlich nicht auswendig, was das jetzt hier genau kostet. Ich glaube, das geht immer hier im 24-Stunden-Rhythmus. Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, weil ihr wisst ja, in der Beziehung, da bin ich jetzt nicht. Na komm, gehen wir mal hier lang, Richtung Auto zurück. Da bin ich mir selber nicht so ganz sicher. Anweg, wunderbar, aber extrem windig, seht ihr an dem Baum hier. Ich habe zwar einen Windpuschel, aber ich hoffe, der Wind wird jetzt gefiltert. Die Windgeräusche. Ja. Eigentlich ganz nett hier. Mal ein Blick auf die Fahrzeuge hier. So, da bin ich nochmal. Guckt euch das Schiff hier an. Alto Belly mit Slide Out. Die Lampen da oben dran noch. Oh, da geht jetzt gleich einer auf sein Brett. Hallo, moin. Ist das nicht zu windig? Ja, tut schon ganz gut, ne? Ja. Gestern war auch ganz ordentlich, aber dann hast du irgendwann schnell keine Kraft mehr. Das ist Problem. Ja, lass doch die abtreiben. Da geht er jetzt
Weil wirklich, der fließt ja echt weg. Sagt er gerade gestern, war auch extrem. Ich kannte den, ich habe den einfach mal angequatscht. So, jetzt muss ich hier hoch. Und dann bin ich gleich. Also, gucken. Nochmal zurück. Da stehen wir übrigens, ne? Da. Ja, und dann haben wir einen super Seeblick und auf der anderen Ort. Und von dem Restaurant, irgendwo da hinten, ich weiß, kann man jetzt von hier auch schlecht erkennen, von irgendeiner Terrasse da hinten, konnten wir so vom Essen da aus, unser, wo wir am Essen waren, unser Fahrzeug sehen. Ja, so. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Hier gibt es eine kleine Abkürzung, die ist aber ziemlich steil. Gut, Noah. Dankeschön. So, jetzt gucken wir, ob die Barbe auch schon fertig ist. Da kann ich auch nochmal Hallo sagen und dann ist gut. Da sitzt sie. Und chillt ihre Basis. Auf ihrem Handy von hinten. Ja. So, ich bin fertig. Ich bin auch. Hast du noch eben kurz gesagt, wie toll der Platz ist? Pro Nacht plus Strom plus Dusche muss bezahlt werden. Genau. Ja, okay, habe ich gar nicht gesehen. Ich war im Duschraum nicht drin. Achso, hast du einen Zettel mitgebracht für die Brötchenbestellung? Scheiße, habe ich vergessen. Wollte ich nämlich mal erzählen und erklären. Habe ich schon gesagt, dass sie gebracht werden. Ja, und alle anderen Lebensmittel. Genau, und dass man dann mit Bargeld oder mit PayPal bezahlen kann, hast du auch gesagt? Hier, nimm mal. Ja? Okay, wir zeigen euch, wir blenden gleich nochmal den Zettel ein. Wir holen nämlich nur einen für uns morgen früh. Und man kann da mit PayPal oder halt einfach nur Bargeld in den Umschlag reinpacken, alles Mögliche ankreuzen. Hast du schon gesagt, mit der regenfesten Tasche am Camper anbringen? Ah, nee, habe ich nicht gesehen. Genau, das ist mich ja total super. Das ist super, mir planlos. Ja, aber es ist ein super Service, ne? Also wirklich total top. Ich glaube, der kam heute gegen 7:30, hast du gesagt. Ne? 7:30 genau. Genau, da schreibt ihr nämlich euer Nummernschild, also euer Kennzeichen auf, dann die Stellplatznummer und dann ich habe so viel am Wochenende geredet, ich Wortfindungsstörung am frühen Morgen. Nee, und dann am Camper einfach eine regenfeste Tasche aufhängen, am Spiegel vorne und ihr bekommt die Sachen geliefert. Ja, finde ich total super, ne? Also, ja. So, ja. Jetzt müssen wir noch die Verabschiedung machen. Weiß ich, was fehlt. Machen wir aber draußen, okay. Ne? Die Verabschiedung. Nein, nur für dieses Video jetzt. Ach so, ja, machen wir. So. Aber nicht mal eben meine Brille, ich sehe dich gar nicht so richtig. Ich brauchst du ja doch nicht. Du doch, nur die Verabschiedung. Ich nicht. Ja, dann. Ich habe gedacht, wir machen mal ein Kurzvideo, das wird wieder so ewig lang. Nee, machen wir nicht. Von der Wanderung machst du nichts dabei. So, nee. Ich zeige nur den Platz jetzt hier. Aber du hast schon erzählt, dass man hier einen Rundwanderweg machen kann. Ja, habe ich schon erzählt. Und Strandbad in der Nähe ist. Habe ich alles schon gezeigt. Dass man Bootsverleih, alle möglichen Strand, Wasser. Trampolin ist da auch. Dass man hier ein Auto am Platz mieten kann für 29 Euro am Tag, wenn man mal weiter wegfahren möchte. Das habe ich nicht gesagt. Ja, und dass man auch Scooter mieten kann für 25 Euro am Tag. Gesagt. Wisst ihr jetzt? Amateur. Amateur, sag ich doch, Amateur. Und dass hier jemand steht mit, vielleicht steht er nicht immer da, ne? Mit dem Polster und so. Mit dem Polster habe ich gesagt. Ja? Aber der Wagen war gerade zu. Okay, aber da müssen wir heute noch hin. Ne? Also ich habe wieder oberen Rücken. Baurat, oberen Rücken. Ja. So, komm, bis jetzt fertig. Und von der Würstchenbude hast du auch gesagt. Hab ich auch von gesagt. Dem Café ja. Bis 18 Uhr hast du auch gesagt. Und von dem Café hier vorne und von, da dem, war ich auch. Und von dem Spanier, wo wir gestern Abend waren, hast du war auch gesagt. Auch. Hast du auch gesagt. Ja, ja. Habe ich alles gesagt. Ja, Bad Arolsen, 5 Kilometer entfernt mit dem Fahrrad. Superschönes Städtchen, Innenstadt und ein ganz tolles Barockschloss. Da finden auch Besichtigungen statt.
Ja, könnt ihr euch anmelden. Ich glaube, die sind stündlich, die Besichtigungen lohnen sich. Also wie die Leute früher so gewohnt haben. Sowas gucke ich immer total gerne. Barbara, bist du jetzt fertig? Jetzt bin ich fertig. Aber jetzt müssen wir doch beide drauf bei der Verabschiedung. Ist egal, da bist du jetzt nur drauf. Ich war gerade die ganze Zeit drauf. Okay. So, ich würde sagen, also nee, wenn euch das Video gefallen hat. Dann bitte einen Daumen hoch, Abo, immer wieder ein Lob für uns, da freuen wir uns total drüber. Und sag den Leuten aber, dass das nichts kostet, die wissen halt alle nicht. Was denn? Das hat nichts kostet. Ach so, das ist kostenlos, ja, dieses Abo. Und kann natürlich wieder deabonniert werden, muss aber nicht. Und Trost nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Guck jetzt gar nicht in die Kamera, ich gucke mal dich an. Nein, guck hier, da. Ja, da rein. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir beiden, nochmal neu, ich würde sagen, wir beiden hübschen sind jetzt raus. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ja, wir haben ja gerade, habt ihr gesehen, die kleine Platzrunde vom Frank und ein paar Infos von mir. Wir sind jetzt hier auf unserem Rundweg. Ich meine so 5,5 Kilometer einmal drumherum. Hier hinter mir, direkt eigentlich wirklich fußläufig, kann man an sich hinspucken, mehr oder weniger, ist so eine schöne Liegewiese mit diesem Steg hier, wo man reingehen kann. Ich schmeiße schon wieder alles durch. Hau du wieder alles durch die Gegend. Ja. Drüben der Ort, da waren wir gestern Abend, hier hat der Frank auch erzählt, Essen, ne? Ja. Beim Spanier können wir empfehlen. Da, dieses Runde, ist ein Café, außer dienstags täglich geöffnet. Leckere Waffeln. Ja, und wir gehen aber jetzt einmal um den See herum. Da vorne kann man schon das Strandbad erkennen. Da soll es auch Kaffee und Kuchen geben. Da müssen wir mal ein bisschen weiter auf dieser Seite laufen und dann irgendwie hinten rüber. Keine Ahnung, wir waren ja noch nie hier. Wir hoffen, dass wir da irgendwie einen Kaffee bekommen heute. Und also ist schön hier. Total schön hier, ne? Ja, ist richtig klasse. Vor allen Dingen gefallen mir wirklich unheimlich gut, auch am Platz, habt ihr das vielleicht schon gesehen, diese Pinienbäume. Die hat man ja sonst ganz selten hier bei uns in den Breitengraden, ne? Irgendwie, ne? Ja, und der Platz ist wirklich hier hinterm Wald. Hinter, das ist 5 Minuten von hier ist der Platz. Und hier eine ganz tolle Liegewiese. Und für alle, die gerne FKK machen, habe ich gehört, dass es auch hier ein Stückchen weiter einen FKK-Platz geben soll. Also gibt es hier auch. Aber ich glaube, da liegt heute keiner. Ich zu windig. So kalt jetzt, muss ich kalt ist es doch nicht. Nee, also ich könnte jetzt ohne Flachs, ich könnte jetzt hier ist eine Leiter. Wenn ich jetzt Handtuch bei hätte, ich glaube, ich würde hier reingehen. Ja, also ist wirklich der Wind. Wenn der Wind jetzt weg wäre, dann super. Ja, das war's. So, gehen wir mal weiter. Das war's.